Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Cusanos Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Mein Name ist Madeleine Ferretti und wir haben heute Abend unseren zweiten Campus-Talk. Und der Campus-Talk heute, wie alle Campus-Talk, wird in Kooperation mit dem ISU-Institut durchgeführt. Und weil wir heute auch eine Buchvorführung haben, eine Publikationsvorführung, haben wir auch die Buchhandlung Heimes hier, die sich auch kurz vorstellen wird. Das ist unsere Kooperation. Sie ist zu meiner Linken. Frau Mentner wird gleich etwas zu der Buchhandlung sagen. Sie ist heute unsere virtueller Büchertisch sozusagen. Und freue mich, wenn wir den Campus Talk wieder präsentisch machen können, sodass wir auch hier echte Bücher vorliegen haben, eine Buchvorstellung, die man auch in der Hand nehmen kann und durchstöbern kann. Bevor ich dann erzähle, was wir heute Abend vorhaben oder wie es heute weitergeht, kurzer Hinweis, wir nehmen den Campus Talk heute Abend auf. Wenn Sie also nicht auftauchen möchten in unserer Aufnahme, bitte machen Sie einfach Ihr Bild aus und Sie werden dann nicht erscheinen. Herzlichen Dank. So, was erwartet uns heute Abend? Es geht darum, dass wir unsere Zukunft zurückhaben wollen. Das ist der Name des Buches von Walter Oetsch, der das auch gleich in einem kleinen Impulsvortrag vorstellen wird. Wir werden dann auch eine kleine Fragerunde haben, eingeleitet durch Clara Braun, eine Studierende des Bachelor-Studiengangs, werde ich gleich ein bisschen vorstellen. Zuerst möchte ich gerne Walter Oetsch selbst vorstellen. Der sitzt zu meiner Rechten. Walter Oetsch ist Professor für Kulturgeschichte und Ökonomie, ist seit Anfang an bei der Cusanos Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, ist Autor mehrerer Bücher und ich sehe, dass Frau Mentner schon die Bücher da hat. Sie wird sie auch, glaube ich, gleich ein bisschen vorstellen, muss ich jetzt nicht machen. Gründermitglied, also begründet das Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz in der Universität Linz. Er hat auch selbst eine Website, die man auch anklicken kann, wenn man will. Das ist www.walteroetsch.de oder wie ist ja? Genau. AT, Entschuldigung. Genau. Also sehr gerne auch hineinblicken, wenn Interesse besteht. Clara Braun ist Bachelorstudentin der Cusanos Hochschule im Bachelorstudiengang Ökonomie und soziale Verantwortung. Sie ist im fünften Semester, ist also irgendwie auch fast fertig, ist eine engagierte Studierende, die sich auch mit dem Buch auseinandergesetzt hat. Sie wird nach dem Vortrag ein paar Fragen an Walter Oetsch stellen und dann die Gesprächsrunde moderieren. So, jetzt gebe ich dann das Mikrofon an Frau Mentner weiter und danach werden wir dann halt in den Vortrag gehen. Dankeschön. Ja, hallo und guten Abend. Ich bin Dorothee Mentner, die Mitinhaberin von der Buchhandlung Heimes. Ich freue mich sehr, zur heutigen Veranstaltung der Cusanos Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eingeladen worden zu sein, denn uns verbindet so einiges. Zum einen befindet sich unsere Buchhandlung auch in der Altstadt, im Entenpfuhl, also ganz in der Nähe, in der Nachbarschaft von der Hochschule. Und zum anderen, das finde ich allerdings jetzt noch wichtiger, ist das Konzept der Cusanos Hochschule ähnlich wie unser Konzept der Buchhandlung. Zumindest scheint es mir so zu sein. Ich möchte Ihnen ein bisschen was zu unserer Buchhandlung erzählen. Gegründet haben Ernst Heimes und ich die Buchhandlung vor fast 40 Jahren, 1983. Ich fasse es manchmal selber nicht, dass das so lange schon her ist. 1983 war auch die Jahre danach waren die Zeiten des Widerstandes gegen NATO-Doppelbeschluss. Die Grünen sind gegründet worden, die Partei. Es gab viel Proteste gegen Atomkraft. Es war eine Zeit der Demonstrationen, eine gesellschaftliche, lebendige und sehr bewegte Zeit. Viele Menschen machten sich damals Gedanken über die Zukunft und wollten viel verändern. Bei der Auswahl unserer Bücher entschieden wir uns damals genauso wie heute gegen Quantität.
Wir setzen auf Qualität. Sie finden bei uns aktuelle und Literatur und Sie finden Bücher, die anregen und Impulse setzen, sich kritisch mit politischen Themen auseinandersetzen, sei es Demokratie, Ökologie, Feminismus natürlich, mit der Zeit des Nationalsozialismus. Sie greifen soziale Aspekte auf, wollen Mut machen, sich zu engagieren und auf Veränderung hinwirken. Selbstverständlich sind auch die Bücher des heutigen Referenten, Herr Professor Walter Oetsch, bei uns vorhanden. Mit unseren Veranstaltungen, Lesungen und Diskussionsrunden, Ausstellungen, Buchvorstellungsabenden, unserem wöchentlich erscheinenden Newsletter wollen wir anregen, kritisch informieren, mit unseren Kunden und Kundinnen ins Gespräch kommen. Das ist uns sehr wichtig über den reinen Buchverkauf hinweg. Übrigens noch eine positive Nachricht. Bücher gelten als Überlebensmittel und so ist unser Geschäft als Geschäft des täglichen Bedarfs momentan sogar von der 2G-Regelung ausgeschlossen. Das wissen ganz viele nicht, das wollte ich gerne auch noch mal erwähnen. Es hat uns sehr gefreut, dass unser Dachverband sich so für uns eingesetzt hat und Buchhandlungen halt zu einer so wichtigen Einrichtung erklärt haben. Sie können alle Bücher, die lieferbar sind, bei uns bestellen, die meisten sogar bis zum nächsten Tag. Kommen Sie doch einfach vorbei, rufen Sie an bei uns oder bestellen Sie über unseren Online-Shop. Sie können dann auch zur Abholung bestellen und bei uns abholen kommen. Ich habe 3 Bücher mitgebracht von Walter Oetsch. Das sind diese beiden erstmal. Ich halte sie mal hoch. Wir wollen unsere Zukunft zurück. Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Das ist das Buch, aus dem er heute auch hauptsächlich vorlesen wird oder vortragen wird. Ne? So habe ich es verstanden. Das andere Buch, hoppla, jetzt flattert mir alles runter. Populismus für Anfänger. Das schönes, markantes Cover, fällt direkt auf, rot-schwarz mit der Bombe, mit der Zündung. Untertitel Anleitung zur Volksverführung. Es gibt noch etliche weitere Bücher. Teilweise habe ich sie auch in unserer Buchhandlung, zum Beispiel dieses auch noch. Mythos Markt, Mythos Neoklassik. Ich wollte Ihnen, wenn ich meinen Zettel gleich wieder habe. So, danke schön. Wir wollen unsere Zukunft zurück. Das ist doch so ein wunderbarer Titel. Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Es kostet, ich halte das irgendwie so blöd. So, jetzt verdrehe ich es. Okay, jetzt können Sie es sehen. Es geht darum, in diesem Buch, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ganz gelesen, nur angelesen, aber die paar Seiten, die ich bis jetzt schon kennengelernt habe, die haben mich so fasziniert, dass ich das jetzt auf meinen ganzen Bücherstapel, den ich zu Hause liegen habe, oben drauf lege und als nächstes wirklich erstmal lesen möchte. Das und ebenfalls das andere. In diesem ersten Titel geht es darum, zu schauen, wie ist die Politik in unserer Gesellschaft? Gibt es überhaupt positive Zukunftsbilder? Denn die sind nötig, um die Zukunft auch zu gestalten. Die wollen Mut machen und wollen uns dazu führen, dass wir uns engagieren und dass wir wirklich Lust haben und Engagement und Kreativität und etwas verändern wollen. Viel mehr sage ich da jetzt gar nicht dazu. Ich denke, da werden wir gleich noch etwas ausführlicher hören. Im zweiten Titel, das war dieser Populismus für Anfänger, hilft uns der Autor Walter Oetsch, die Tricks der Demagogen und Populisten zu entlarven, sodass jeder, der dieses Buch liest, selbst Schritt für Schritt und mit absolut viel Spaß zum Superdemagogen werden kann. Das hat mich richtig fasziniert, dieses Buch, was ich bis jetzt davon erfahren habe. Im ersten Buch, das will ich gerade noch sagen, was ich als erstes vorgestellt hatte, Wir wollen unsere Zukunft zurück, sind am Schluss 111 positive Beispiele aufgeführt, in denen gezeigt wird, dass heute schon weltweit eben viele, viele Institutionen, viele Vereine, viele Privatmenschen versuchen, etwas anderes in der Zukunft zu gestalten, als wie es üblich ist und als wie wir es eben im Augenblick oft leider noch erleben. Ja, das wäre das Wichtigste. Ich wünsche uns allen einen angenehmen, anregenden Abend und wollte gerade noch sagen, dass beide Bücher jeweils 18 Euro kosten. Dankeschön, Frau Mentner. Herzlichen Dank. So, jetzt freuen wir uns sehr auf das, auf Walter Oetsch. Wir wollen tatsächlich unsere Zukunft zurück. Wie kein anderer zeigt uns, kann Walter Oetsch die Denkstrukturen, die Denken, die Vorstellungen auch kulturhistorisch, historisch aufzeigen, wie sie unsere Realität auch bestimmen. Und freue mich jetzt darauf zu hören,
die Aufforderung Think Big oder Go Home. Dankeschön, Herr Oetsch. Danke für diese freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, was Sie über meine Bücher gesagt haben. Eine Person, die viele, viele Bücher kennt, die selbst eine buchbegeisterte Person ist, anders kann man ja nicht eine Buchhandlung führen, die das derart lobend sagt, das motiviert. Und wir wollen sozusagen ja auch Begeisterung wecken. Und als Autor hat man immer eine Intention. Und ob das ankommt und wie das ankommt, liegt natürlich beim Leser, bei der Leserin. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Von meinen Büchern gibt es zwei verschiedene Arten von Genres. Die Mehrzahl meiner Bücher sind wissenschaftliche Bücher. Sie richten sich an eine Scientific Community, an Leute, die schwere Texte lesen können. Die sind alle mit vielen Fußnoten präpariert. Man hat viele, viele Belege. Nebenbei gibt es dann populäre Bücher. Ich habe angefangen, im Jahr 2000 ein populäres Buch zu schreiben über die FPÖ, über Jörg Haider. Das ist in Österreich sehr, sehr gut angekommen. Und diese beiden Bücher, die Sie jetzt erwähnt haben, habe ich geschrieben mit Nina Horacek. Nina Horacek ist eine in Österreich sehr bekannte Journalistin. Sie ist Chefjournalistin beim Falter. Der Falter ist eine Wochenzeitschrift, so ähnlich wie der Spiegel, der in Österreich eine gewisse Bedeutung hat, der auch zum Beispiel gegen die Regierung immer sehr, sehr scharf die ganzen Skandale veröffentlicht hat. Und dieses eine Buch, Populismus für Anfänger, da war die besondere Qualität von Nina Horacek, dass sie vermutlich jene Journalistin ist, die die Freiheitliche Partei in Österreich am besten kennt. Also sie kennt die Leute alle, sie ist seit 20, 30 Jahren bei denen dabei. Und dieses andere Buch ist sehr gut angekommen. Und da haben wir jetzt dann vor ungefähr eineinhalb Jahren gesagt, wir wollen wieder ein gemeinsames Buch schreiben. Dieses Buch handelt vom Umgang der Politik mit der Zukunft. Und das Beispiel, das wir uns gewählt haben, man hätte sich auch andere Beispiele nehmen können, waren die Klimakrise. Das Buch wurde ungefähr vor einem Dreivierteljahr geschrieben, im Frühling und im Frühsommer vorigen Jahres. Und wir starten mit einem Befund, dass wir sagen, das war das erste Jahr nach der Pandemie, dass sich im Jahre 2020 zwei Ereignisse gekreuzt haben. Nämlich ein notwendiges. Und das Notwendige war die Thematisierung der Klimaproblematik. Im Hintergrund waren zwei heiße Sommer, 2018, 2019. Und das war der Startpunkt für Friday for Future. Und wenn man sich das historisch ansieht, ist das eine der größten Bewegungen, der politischen Bewegungen, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Ich habe mir 2009, kann ich mich noch gut erinnern, habe ich mir die Frage gestellt, wann wird endlich die Klimakrise medial durchschlagen, dass sie wirklich thematisiert wird. Und ich habe mir gedacht, jetzt brauchen wir noch zwei, drei so heiße Sommer, dann wird es passieren. Und es ist dann schon 2009 passiert. Das heißt, das war das notwendige Ereignis. Das heißt, weil es ja schon so lange die Problematik gibt, hat man darauf warten können. Es muss der Zeitpunkt eintreten, wenn dass es sozusagen wirklich als Thema vorhanden ist, dass es wirklich ernst genommen ist. Und das zufällige Ereignis war natürlich die Pandemie. Natürlich könnte man sagen, das ist auch ein notwendiges Ereignis, der Umgang der Menschen mit Tieren und so weiter. Das heißt auch, wie Nahrungsmittelketten und so weiter funktionieren. Und jetzt, und das war ein interessanter Befund für uns, dieser Schock der Pandemie, wir sind ja immer noch in diesem gesellschaftlichen Schock drinnen, hat, und das war neu, die Thematisierung der Klimakrise nicht verdrängt.
Und wenn man sich die gesamte Geschichte der Klimabewegung ansieht, sagen wir ungefähr seit den 80er Jahren, dann könnte man immer wieder zeigen, es wurde medial thematisiert und dann ist ein Großereignis gekommen. Dann haben wir die Krise 2018 gehabt, dann haben wir 2015 gehabt, dann war der Schock mit Brexit 2016 und so weiter. Und jedes Mal war das wieder zeitlang wieder weg. Und jetzt, und dafür haben wir auch Umfragen angeführt, und zwar weltweite Umfragen, jetzt war zum ersten Mal in dieser ganzen Kette von gesellschaftlichen Großereignissen die Situation eingetreten, dass die Thematisierung der Umweltkrise gleich wieder thematisch da war. Und der Wahlkampf in Deutschland war natürlich noch kein Klimawahlkampf, wie man es sich wünschen könnte, aber das Thema war zumindest da. Und das ist sozusagen schon auch qualitativ neu, wenn man sich zum Beispiel 4 Jahre zurückbeamt. Der zweite Punkt, der auch eingetreten ist in der politischen Reaktion auf die Pandemie, war ja, dass die Politik so viele Sachen gemacht haben, die die traditionellen Ausreden, wir können gegen die Klimakrise nichts machen, effektiv widerlegt. Die Politik hat immer gesagt, wir können nicht handeln, wir können keinen großen Plan machen. Kein Land wird so dumm sein, Maßnahmen zu setzen, die ihm einen Wettbewerbsnachteil versetzen. Die Wirtschaft wird nicht mitspielen, die Bevölkerung wird nicht mitspielen und wir haben kein Geld, um das zu finanzieren. Und diese Sachen sind ja alle durch den Pandemie widerlegt. Das heißt, die Politik hat sich auf einmal handlungsmächtig gezeigt und im Augenblick haben wir ja genau die Thematisierung, ist sie nicht zu handlungsmächtig. Aber sie hat etwas gemacht, was sie eigentlich immer hätte machen können, auch in Bezug auf die Klimapolitik. Und jetzt, das ist sozusagen der Befund, und jetzt starten wir im ersten Kapitel oder mit der zentralen Frage im Buch, warum sind mindestens 4 Jahrzehnte vergangen, in der wir gewusst haben, kollektiv gewusst haben um die Klimaproblematik. Anfang der 80er Jahre gibt es einen Konsens in der US-amerikanischen, also akademischen Scientific Community über die Problematik, erste Prognosen, die sich in der qualitativ bestätigt haben. Und jetzt haben wir eine riesige, riesige Kette von Gipfeltreffen, von Summits, Kyoto, Paris, Manchester und so weiter, eine riesige Serie. Und wenn wir jetzt auf die Ergebnisse zielen, und zwar auf die Kennziffern, die einzigen Kennziffern, die zählen, nicht die Absichtserklärungen, auf die CO2-Emissionen, auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und auf die Erderwärmung, die stattgefunden haben, dann könnten wir sagen, es ist nichts Substanzielles passiert, und zwar über 4 Jahrzehnte. Historisch wird man diese 4 Jahrzehnte einmal beschreiben als verlorenen 4 Jahrzehnte, weil wenn man, kontrafaktische Geschichtsschreibung ist nicht ganz zulässig, wenn man die Klimakrise ernsthaft angegangen hätte, Anfang der 1980er Jahre, hätte das möglich sein können und es wäre zu viel, viel, viel geringeren Kosten passiert. Und man hätte nicht diese große Transformation machen müssen, die jetzt immer sozusagen dringender und immer größer wird. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese 4 verlorenen Jahrzehnte erklären? Das ist jetzt natürlich die große Frage nach dem Gang der Geschichte. Ich möchte jetzt nicht mit geschichtsphilosophischen Überlegungen langweilen. Das ist eine große Frage, warum hat sich die Geschichte, warum hat sich die politische Geschichte, warum hat sich die Geschichte unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft so entwickelt? Und jetzt, um das zu erklären, ist die Frage, wie weit gehen wir zurück? Wir starten, unser Ort von Analyse, starten wir mit dem Jahre 1989. Der Staatssozialismus kollabiert, er implodiert. Gleichzeitig passiert im Juni 1989
das bekannte Ereignis am Platz des himmlischen Friedens in China, das wie die Art, wie China auf das reagiert hat. Und jetzt geht es los mit den ausländischen Direktinvestitionen der multinationalen Konzerne und mit dem Aufstieg Chinas zu einem der ganz großen wirtschaftlichen Macht. 1989 wurde allgemein so gedeutet, und das war relativer Konsens, nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken. Der Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist beendet. Der Kapitalismus hat gesiegt. Und die große These war damals Fukuyama, das Ende der Geschichte. Die Geschichte braucht keine weitere Perspektive. Das heißt, theoretisch wurde eigentlich ein Ende der politischen Fantasie verkündet. Der Kapitalismus hat gesiegt, die Demokratie hat gesiegt. Ich brauche sozusagen keine großen Zukunftsperspektiven mehr entwickelt. Das war sozusagen auf der Denkebene. Und auf der praktischen Ebene ist dann in den 90er Jahren das passiert, was man eine bestimmte Form der Globalisierung nennen könnte. Die Globalisierung, das ist Globalisierung, gibt es schon, weiß ich nicht, seit dem 15. Jahrhundert in verschiedenen Wellen. Es ist eine ganz spezifische Art von Globalisierung. Und jetzt könnte man zwei Fragen stellen. Erstens, durch welche Strukturen wird diese Globalisierung gemacht? Zum Beispiel auch das Management, durch welche Governance-Struktur wird das hergestellt? Und das andere könnte man fragen, begleitend, durch welche Denksysteme ist diese Art von Globalisierung, nämlich als historisch zufälliger Prozess, möglich gemacht werden. Und jetzt kann man zeigen, und wir schreiben im Buch im Grunde genommen auf der Denkebene. Auf der Denkebene zu schreiben, heißt natürlich nicht, die strukturelle Ebene zu vernachlässigen, aber es ist ein populäres Buch, es soll auch nicht zu dick sein. Man kann nicht zu viel hineingeben. Und es ist immer die Idee, wie Denkweisen und Strukturen sich wechselseitig bedingen. Das ist sozusagen der Hintergrund, der allerdings nicht ausformuliert wird. Und jetzt kann man sagen, diese spezifische Globalisierung, die in den 90er Jahren passiert, die hat ein Vordenken. Und dieses Vordenken, das kann man zeigen, passiert in den 1940er Jahren in einem Kreis von Denkern, die sich später als Neoliberale beschreiben, und die machen einen Entwurf über eine neue Art von Design über des gesamten Wirtschaftsprozesses in Kritik, also des späteren Systems, und das kommt erst sozusagen später, des späteren Bretton Woods, des Systems von Bretton Woods. Und die Grundidee, oder eine der Grundideen, die sich nachher realisiert hat in den 90er Jahren, war, wir müssen sozusagen jedes Land zweiteilen. Wir müssen dem Land eine fiktive globale Ebene geben. Die globale Ebene ist die Ebene der Rohstoffe, es ist die Ebene von Regeln, es ist die Ebene der Wirtschaft, auch von Patentrechten. Diese Ebene wird abgeschottet vom Diskursraum der Politik. Und unten gibt es die einzelnen Politiken, und hier darf sich dann sozusagen die Demokratie austoben, und die muss sozusagen so machen, dass diese obere Ebene geschützt ist. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wir könnten jetzt beschreiben die Governance dieses Systems, wie das auch tatsächlich gemanagt wurde, auch welche Strukturen zum Beispiel die WTO hatte. Und eins ist ganz klar, in so einem Design, das sich dann auch realisiert hat, in so einem Design haben Umweltbelange überhaupt keinen Stellenwert gehabt. Wir haben sozusagen, das heißt, wir haben ab den 90er Jahren die Situation, dass wir auf der einen Seite die Umweltbewegung haben, das, was Sie auch skizziert haben für die 80er Jahre, und gleichzeitig eine Gegenbewegung, gefördert durch den Kollaps des Staatssozialismus, indem ein neoliberales Denken dominant wird, weltweit dominant wird, und dann das keynesianische Denken, das damals vorherrschend war, abgelöst hat. Und ich möchte jetzt nur einen einzigen Aspekt nennen. Wenn man den Unterschied zwischen Keynesianismus und Neoliberalismus aufdröselt, nämlich der Unterschied dessen, wie über Politik referiert wird.
die traditionelle keynesianische Vorstellung, und Keynes ist auch ein Liberaler, war die, er hat die Idee gehabt, es gibt die Gesellschaft organisiert sich demokratisch, hier wird eine demokratische Meinungsbildung, aus dieser demokratischen Meinungsbildung gibt es eine Art von Befehl an die Politik, und die Politik ist dazu da, das umzusetzen, und die Wirtschaft wird hier gedacht als nachrangig. Die Wirtschaft ist praktisch von der Politik umhüllt. Sie muss sozusagen den Vorgaben der Politik gehorchen. Und die Politik selbst denkt sich als handlungsmächtig, sie ist dazu da, den Gang der Geschichte zu beeinflussen und die größten Strukturmängel des Wirtschaftssystems mit Reformen abzufedern. Das ist das alte Konzept, das war ungefähr 25 Jahre brauchbar, die goldenen Jahre mit hohen Wachstumsraten. Und ab den 70er Jahren kann man dann zeigen, und ab den 80er Jahren dann in USA und in Großbritannien, dass eine neoliberale Politik kommt. Und in der neoliberalen Politik wird die Beziehung zwischen Wirtschaft und Markt umgedreht. Ich habe eine Vorstellung über das Wirtschaftssystem als der Markt. Und dieses Konzept von dem Markt kann sich keine Grenzen definieren. Und dieses Nicht-Definieren von Grenzen geht in zwei wichtige Richtungen. Erstens in Bezug auf die Gesellschaft und auf die Politik. Es ist grenzenlos. Die Politik soll sich dem unterwerfen. Und das Zweite ist natürlich auf die ökologischen Grenzen. Das heißt, ich habe nicht diese Vorstellung, der Mensch ist ein biologisches Lebewesen. Er ist sozusagen in ökologische Kreisläufe eingebettet. Es gibt eine gemeinsame Lufthülle über die gesamte Menschheit, die wir sozusagen, mit der wir sorgsam umgehen müssen, die uns den Lebensraum vermitteln und den wir schützen müssen. Das heißt, diese Ideologie ist grenzenlos. Und jetzt kommt dann diese Redeweise, man kann nichts tun. Es gibt keine Alternative. Wir haben Sachzwängen. Wir dürfen nicht in den Markt intervenieren. Und die Politik errichtet Strukturen, die sich selbst hilflos machen und angesichts derer sie sagen kann, wir können nichts tun. Und ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem Eigenverständnis der Politik. Es kommt eine Politikform, und das können wir jetzt bei allen großen politischen Richtungen zeigen. Es kommt eine Politikform, wo die Politik selbst sagt, ich bin handlungsohnmächtig. Ich kann angesichts der Globalisierung nicht sozusagen wirklich Akzente setzen und große Zukunftsperspektiven vermitteln. Diese Art von Politik hat eine Kehrseite, und im Buch haben wir das mit einem Schaubild aufgewählt. Das ist nur die eine Seite, diese passive Seite. Die andere Seite wäre diese aktive Seite, nämlich den Markt herzustellen. Und ein gutes Beispiel ist Maggie Thatcher, von der es gibt keine Alternative stammt, und die gleichzeitig das Wirtschaftssystem in England umgepflügt hat, die Macht der Gewerkschaften beschnitten hat und das Finanzsystem auf Kosten der Industrie gefördert hat, eine Deindustrialisierung unternommen hat. Das heißt, sie hat im Grunde genommen in ihrer Regierungszeit, also ungefähr ein Jahrzehnt, hat sie das Wirtschaftssystem vollkommen verändert. Und gleichzeitig war die Redewende, es gibt Sachzwänge und es kann sich nichts verändern. Im Buch machen wir eine kleine historische Skizze dieser Richtung. Das ist der erste Teil. Der erste Teil ist analytisch. Es soll eine Geschichtsthese, eine Geschichtsbetrachtung geben, um zu verstehen, wie können wir diese vier verlorenen Jahrzehnte irgendwie beschreiben. Der Schlusspunkt dieser Analyse ist zu sagen, das erklärt, und das ist eine Art von Erklärung, das ist ein Strom, es erklärt eine Aushöhlung
des konservativen Denkens, des liberalen Denkens und des sozialdemokratischen Denkens, die angesichts dieser Unterwerfung, der ideologischen Unterwerfung unter den Marktbegriff eine Erosion ihrer Kernwerte haben. Und wenn Politiker, Politikerinnen dann in dem Denken über die Werte reden, dann sind es hohle Phrasen, wo man nicht die Idee oder wo viele nicht den Gedanken haben, hier stehen Leute, die meinen das ernst, was sie sagen. Das ist jetzt der Befundteil. Und im zweiten Teil drehen wir den Spieß um und sagen, was ist angesichts dieser Situation zu tun? Was ist die entscheidende Ressource, die jetzt da ist, wenn wir in einer Krise der Parteiendemokratie sind? Und die entscheidende Ressource ist natürlich das imaginative Potenzial des Menschen. Hier argumentieren wir anthropologisch, indem wir Befunde haben, den Mensch als imaginatives Wesen zu beschreiben. Wir sagen auch, wir machen auch darauf aufmerksam, dass das Wirtschaftssystem natürlich imaginativer Art ist, dass es ungeheure viele wirtschaftliche Vorgänge gibt, wo eine spezifische Zukunftsimagination passieren muss, dass Menschen, die sich anpassen, sozusagen immer auch sozusagen eine anpassende Zukunftsimagination machen müssen, dass es auch ganz spezifische Zukunftsvorstellungen von Silicon Valley gibt, also riesige Vorstellungen, wie die Menschen, was sie auf den Mars da zu schießen, diese künstliche Intelligenz, ein kompletter Überwachungsstaat und diese Sachen, die letztlich, wenn man das genauer durchdenkt, zwei Momente haben. Erstens sind es Dystopien und zweitens, sie sind weiter geeignet, die Demokratie auszuhöhlen, weil es keinerlei Art von gesellschaftlichen Diskurs gibt, ob das sozusagen Zukunftspfade sind, die wir sozusagen gemeinsam als Gesellschaft bestreiten wollen. Wir haben dann gesagt, man kann auch, auf der anderen Seite gibt es Tausende Projekte, Zehntausende, viele, viele Projekte weltweit, wo Menschen angesichts der Fantasielosigkeit, der Perspektivlosigkeit der Politik konkrete Zukunftsprojekte machen, die das angehen, die in bestimmten Teilbereichen innovative Projekte machen, kleine Projekte, große Projekte machen, die nur so zu verstehen sind, dass diese Leute positiv über Zukunft denken, die Hoffnung nicht verloren haben und konkret sozusagen auch in dystopischen Bildern in Bezug auf Umweltkrisen nicht in eine Handlungsunmächtigkeit verfallen, sondern sich selbst ermächtigen, Dinge anzupacken und halt in ihrem Gestaltungsbereich Neues zu machen. Und dazu haben wir 111 verschiedene Beispiele gemacht. Es sind große Beispiele, es sind kleine Beispiele. Vielleicht lese ich eines vor. Ich lese eines vor, Beispiel 9, also von 111. Im Kampf gegen den Autodurchzugsverkehr setzt die spanische Küstenstadt Barcelona seit 2016 auf sogenannte Superilles, dem katalanischen Ausdruck für Superblocks. Hier werden bis zu 9 Häuserblocks zusammengefasst, innerhalb derer Fußgängerinnen und Fußgänger und alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, Vorrang haben. Bei zweispurigen Straßen wird den Autos eine Spur weggenommen. Dafür können auf dieser neu eroberten Freifläche Anrainerinnen und Anrainer Kaffee trinken und Kinder spielen. Innerhalb der Superblocks hat die Kommune Tische und Hochbeete aufstehen lassen, sowie Bäume gepflanzt. Autos sind innerhalb der Superblocks entweder gar nicht erlaubt oder dürfen nur etwa zu Lieferzwecken mit einer Geschwindigkeit von 10 bis höchstens 20 Stundenkilometer fahren. Die Lärmbelästigung ist reduziert, es gibt mehr Freiflächen für die Grünen, die Luftqualität hat sich verbessert und die Kinder leben gefahrloser. Das heißt, hier wird sozusagen im Bereich einer Stadt eine innovative Verkehrspolitik inszeniert und man könnte sagen, wie könnte Europa ausschauen, wenn das der Standard wäre. Und dafür haben wir jetzt sozusagen so ähnliche Beispiele gemacht, die, die, die,
die 111 sind. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Wir haben dann am Schluss auch sozusagen das Bild, wenn wir auf diese vielen, vielen Zukunftsprojekte fokussieren, dann sehen wir weltweit eine qualifizierte Minderheit am Werk in der Schaffung einer positiven Zukunft. Was noch nicht passiert ist und worüber wir sozusagen hoffen, dass es passieren kann, dass sich diese Leute viel mehr politisch vernetzen, dass aus dem eine politische, eine globale Bewegung entstehen kann, die Strukturen verändert, die Institutionen verändert, weil die beherrschenden Institutionen und die herrschenden Strukturen nach meiner Einschätzung nicht die Kraft haben, diese sozioökonomische Transformation so stark zu machen, dass die effektiven, tatsächlichen Zahlen von Umweltbelastung zurückgehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke. Ganz herzlichen Dank, Walter. Ich glaube, du hast wirklich eindrücklich den Zusammenhang dargestellt zwischen Vorstellung und die Strukturen, die diese Vorstellung auch schafft. Also dass eine Vorstellung ganze Wirtschaftsstrukturen global einrichten können. Das war sehr eindrücklich und ich bin auch sehr froh, dass du uns auch irgendwie auch doch Hoffnung machst zu sehen, dass es genau das ist, was wir tun können und was auch andere auch schon tun und dass wir das auch auf einer globalen Ebene auch noch weiter tun können. Freut mich sehr. Danke, Walter. Ich würde sehr gerne jetzt das Wort jetzt an Clara Braun weitergeben, die sich dann zuschaltet, die jetzt dann die Fragerunde moderiert und selbst auch einige Fragen vorbereitet hat. Danke, Clara. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einblicke jetzt nochmal in das Buch. Ich muss sagen, du hast gerade eins vorgelesen, die Beispiele, die ganzen 111 Positivbeispiele haben mir ziemlich gut gefallen. Ich finde, das macht das Buch auch besonders. Und genau, wir sind jetzt im zweiten Teil des Abends angelangt, der Podiumsdiskussion. Und das wird so ablaufen, dass wie gewohnt eben alle, die was zu fragen haben, eine Frage an Walter Oetsch stellen wollen oder einen Diskussionsbeitrag haben, einfach ihren Namen in den Chat schreiben und ich würde eine quotierte Redeliste führen. Das heißt, weiblich gelesene Personen würden dann bevorzugt drangenommen. Und ja, bevor wir jetzt in die Fragen und die Diskussionsrunde starten, würde ich dich, Walter, nochmal bitten, kurz zusammenfassend den Begriff Marktfundamentalismus zu erklären. Ich hab jetzt gesprochen über Neoliberalismus. Neoliberalismus ist ein heuristischer Begriff, der einen Wert hat, weil er sozusagen bestimmte Dinge zusammenfasst. Der Nachteil des Begriffs Neoliberalismus ist, dass er ungeheuer vielschichtig verwendet wird. Und wenn wir jetzt sozusagen eine Definition suchen, dann können wir das gar nicht geben. Reden wir vom Wirtschaftssystem, reden wir von der Gesellschaft, reden wir von einer Wirtschaftspolitik, reden wir von einer Epoche, reden wir über eine Identitätsorientierung, so wie das neoliberale Selbst, das unternehmerische Selbst. Und das war jetzt der Versuch, und das habe ich dann in diesem Mythos-Marktbuch sehr, sehr ausführlich gemacht, zu sagen, wir brauchen einen sauberen analytischen Begriff, einen Begriff, der das ganz exakt definiert. Und das war für mich das Reden von dem Markt in einer ganz, ganz spezifischen Bedeutung, zum Beispiel in der Personalisierung. Wir müssen uns dem Markt unterwerfen, dem Markt macht etwas. Und jetzt habe ich dann in dem Buch auch gezeigt, anhand von Texten, dass das Erstaunliche ist von diesem Marktbegriff, dass er überhaupt nicht spezifizierbar ist, dass er rhetorisch, diskursiv verwendet wird, dass es gesagt wird, es ist ein konkreter Markt, es ist das Wirtschaftssystem, es ist ein ganzes Land, Emerging Markets, ist ein Begriff für Schwellenländer und solche Dinge. Das heißt, ich habe auch eine ungeheure
Zwiespältigkeit, ist es ein deskriptiver Begriff, ist es ein normativer Begriff, ist es ein utopischer Begriff? Und dieser Begriff findet sich diskursiv, er findet sich in den Medien die ganze Zeit, er findet sich in Wirtschaftspolitiken und er findet sich auch bei uns in der Ökonomie in die Lehrbücher. Und historisch ist es ungeheuer interessant, wie ein so schwammiger Begriff zum Beispiel in die Wissenschaft, in die ökonomische Wissenschaften eingehen kann und wie der sozusagen dann Wirkungen entfachen kann. Das heißt, analytisch könnte man zeigen, das kann man historisch zeigen, wer den Begriff der Markt erfindet und jetzt, was die Wirkungsgeschichte dieses Marktes ist, dieses Begriffes und dass wir jetzt letztlich in einer Gesellschaft leben, die von diesen Begriff aufgesogen ist wie ein Schwamm. Und wir brauchen sozusagen auch für die Reflexion einer neuen Art von Politik, für die Bewältigung der Krise der Demokratie eine Klarheit, dass wir uns dieses Begriffes entledigen müssen. Wir müssen andere Vorstellungen, andere Bilder über das Wirtschaftssystem haben. Das ist jetzt vielleicht kein wichtiger Prozess, aber es ist auf der intellektuellen Ebene ein wichtiger Prozess, damit wir eine Perspektive entfachen über Politik, die diese Klimafragen ernsthaft angeht. Und das fehlt immer noch. Nämlich wirklich ernst zu sagen, ich nehme den Befund ernst, den wissenschaftlichen Befund. Und die zweite Frage ist, okay, und was machen wir jetzt? Ja, danke. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Das beschreibst du ja auch nochmal ganz ausführlich, diese Entwicklung, wie der Neoliberalismus oder der Marktfundamentalismus in die Welt kam im ersten Teil. Und ich würde jetzt mal die Podiumsdiskussion auf der Basis starten und mit einer ersten Frage beginnen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du im fünften Kapitel eine ganz spannende These aufstellst. Nämlich steht da, dass im Gegensatz zur 68er-Generation und ihrer Eltern die Fridays-for-Future-Generation im Grunde dieselben hohen Moralvorstellungen mit ihren Eltern teilen. Und dass diese junge Generation heute eben nun von den Eltern einfordert, dass diese moralischen vermittelten Vorstellungen eben auch umgesetzt werden im alltäglichen und politischen Handeln. Und ich habe mich gefragt, wie es zu dieser These kommt und ob es da vielleicht empirische Untersuchungen zu gibt. Ich habe diese These von einem österreichischen Meinungsforscher, mit dem ich in guten Kontakt stehe. Der hat auch Befunde, aber wir haben sie im Buch nicht zitiert. Und der hat, und ich habe das so spannend gefunden, ich bin ja selber ein 68er. Das heißt, eine Jugendbewegung zu erleben, hat ja sozusagen meine Jugend geprägt. Und der hat eine Differenz beschrieben, die ich wirklich, vielleicht kann ich das noch einmal wiederholen. Und ich finde es interessant. Und es eröffnet auch, wenn diese These, wenn diese Sichtweise stimmt, eröffnet es einen positiven Zukunftsraum. Die 68er, ich war selber 68er. Ja. Für mich war zum Beispiel ganz, ganz wichtig zu erkennen, vereinfacht gesprochen, die Generation meiner Eltern hat mich über den Nationalsozialismus angelogen. Ganz vereinfacht gesprochen. Und wir haben das dann selber gelesen, erforscht oder auch im Studium hat man dann Historiker gehabt. Und das waren die spannendsten Seminare für mich in die ersten Semester, die Geschichtsseminare. Ja. Und gleichzeitig haben wir den Spruch gehabt, trau keinem über 30. Und unser Spruch war, natürlich ist es jugendlicher Blödsinn und Überheblichkeit. Und unser Spruch war, die über 30-Jährigen sind alle schon Establishment. Das war damals der Begriff, da hat man nicht System geredet, Establishment. Und mit diesen Leuten führen wir gar nicht sozusagen eine intensive Diskussion. Die sind abgeschrieben. Und unsere eigene Moralität, die wir für uns imaginiert haben, teilen wir nicht mit denen. Und jetzt ist das Interessante, ja, was war der Erfolg der 68er? Sie haben viele Erfolge und viele Misserfolge. Eins ist natürlich passiert, und da waren nicht nur die 68er beteiligt. Die Erziehung der Kinder hat sich sehr, sehr verbessert. Die Art, wie sich erwachsene Eltern heute über die Kinder kommen, in einer Liebe, in einer Zuwendung, in einem Aufwand,
ist in der Art, wie ich sozusagen als Durchschnittsperson in den 50er Jahren als Kind heranwachsen konnte, hat sich vollkommen verändert. Und jetzt haben wir eine Jugendrevolution, die an Kontakt ist, die mit einem intensiven Kontakt ist mit ihren Eltern. Ich erlebe das an meinen eigenen Kindern, in welcher Weise sie mich an meinem Leben teillassen können, ist berührend und schön, und viele Sachen verstehe ich nicht von ihnen, weil sie ganz anders ticken, aber sie reden, sie führen mit mir Gespräche, die ich mit meinen Eltern niemals geführt habe. Und jetzt war das Argument von diesem Meinungsforscher, war zu sagen, diese Generation ist mit einer hohen Ethik aufgewachsen. Sie reflektieren sich auch ethisch. Sie haben die Problematik der Klimakrise erkannt. Sie nehmen die Zahlen ernst. Und jetzt wenden sie sich an die Eltern und sagen, wir wollen, dass ihr die Ethik, in der ihr uns aufwachsen habt, lasst, ernst nehmt auf diesem Gebiet und dass ihr das reflektiert. Und wenn das stimmt, ja, ist es ein ungeheuer Hoffnungsschimmer, weil die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist natürlich eins der stärksten Bindungskräfte, die es in der Gesellschaft gibt. Das heißt, was würden Eltern für ihre Kinder machen und umgekehrt? Und wenn das stimmt, auch in der Differenz, dann könnte man sagen, hier wird etwas Positives entstehen, wenn die Jugendbewegung bleibt und wenn sie liebevoll und Eltern macht das, realisiert den ethischen Rahmen, den ihr uns anerzogen habt. Und ich denke, wenn das stimmt, ist das für mich jedenfalls eine sehr positive Zukunftsperspektive über mögliche Entwicklung der Gesellschaft. Danke. Also diese These finde ich unfassbar spannend und ich würde auch sagen, dass ich die so sehe. Andererseits, wenn ich jetzt den ersten Teil deines Buches lese, dann stellt sich mir die Frage, gerade so im Hinblick auf das unternehmerische Selbst, ob nicht eigentlich die parallel stattfindende Neoliberalisierung seit den 80ern nicht eigentlich eben dazu geführt hat, dass die moralischen Grundvorstellungen sinken und eben der Gemeinsinn gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Wie passt das zusammen? Ich denke, es gibt immer sozusagen unterschiedliche Strömungen und unterschiedliche Fokussierungen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Untersuchung gelesen, ich glaube über 12-Jährige. Ich glaube, das war sogar eine weltweite Untersuchung. Und da haben dann ungefähr 20% haben gesagt, sie wollen sozusagen die Menschheit retten, ja, der Kinder. Und im Hauptding war sozusagen die Klimagefahren. Oder wenn man zum Beispiel eine Umfrage gemacht über, es gibt auch Umfragen von der UNO zum Beispiel, über die Klimaproblematik bei den Jugendlichen weltweit, dann ist das gibt's eine ungeheuer hohe Zustimmung, ungeheuer hohes Wissen und auch ungeheuer Recht. Und 20% sagen, sie wollen die Welt retten und 20% sagen, sie wollen Influencer werden. Und vielleicht sind es genau diese beiden unterschiedlichen Strömungen, die es gleichzeitig gibt. Und wenn zum Beispiel das mit den 20% sich irgendwie realisieren würde, dann würde es ja genügen. Es wird genügen, dass eine qualifizierte Minderheit die Dinge beharrlich in eine bestimmte Richtung treibt. Und alle großen gesellschaftlichen Veränderungen, die passiert sind, wenn man zum Beispiel zurückbeamen, 150 Jahre, sind die immer aus kleinen Richtungen entstanden. Und sie haben nur einen gewissen Prozent der Bevölkerung ergriffen und haben dann sozusagen einen gesellschaftlichen Kipppunkt gemacht, in dem sich das verändert hat. Wenn man die Kinderrechte anschaut, die Frauenrechte, wenn man die auch die ökologische Bewegung, wenn man die Durchsetzung der Demokratie ansieht und so weiter. Es gibt viele, viele Beispiele, wo man zeigen kann, eine qualifizierte Minderheit genügt. Die Mehrheit,
oder es gibt ein gewisser Prozentsatz, der kümmert sich nicht, die Politik braucht sich vielleicht auch nicht kümmern. Eine qualifizierte Minderheit, die Frage, wie groß muss es sein und wann passiert der Kipppunkt? Und die Geschichte des Neoliberalismus ist eine ungeheure Minderheit. Eine ungeheure Minderheit ist 50 Jahre praktisch im Untergrund, haben fast keine Wirkung. Und in den 70er Jahren entsteht eine neue politische Konstellation, wirtschaftspolitische Krise, die Unternehmerschaft orientiert sich um neue Fragestellungen und auf einmal kommt jetzt sozusagen eine Richtung, die vorgedacht hat und natürlich als geschichtlichen Prozess, die Geschichte ist offen. Das heißt, die Hoffnung ist, eine qualifizierte Minderheit kann sich bilden, kann sich verstärken, kann sich viel größer, damit sozusagen der Schritt auf die Ebene der politischen Macht und auf die Institutionenveränderung passiert. Das fehlt alles noch. Und dann heißt das ja im Grunde auch, dass diese qualifizierte Minderheit, diese 20%, dass die dann sozusagen trotzdem auch bottom-up das Ganze gestalten. Und jetzt frage ich mich andererseits aber auch wieder, du sagst ja selber in einem Buch, dass wir überflutet werden mit Werbung, dass wir überflutet werden mit Zukunftsbildern aus dem Silicon Valley, die eigentlich dystopisch sind. Und ich frage mich, wie man es schaffen kann, dass man nicht von dieser Bilderflut gelähmt wird, sondern dass man wirklich da auch andere Utopien gegenstellen kann. Und du hast sehr viele Beispiele beschrieben, aber was kann man selbst dafür tun, dass man da eben wirklich auch kreativ und fantasievoll wieder wird, weil man ja ein imaginatives Wesen ist? Ich tue jetzt die Frage ein bisschen umbiegen und ich hoffe, dass es trifft. Ja. Ich biege die Frage so um. Wie gehen wir mit diesen dystopischen Bildern um in Bezug auf die Umweltkrise? Das heißt, wir können ja, wenn man, es gibt ja was, ich Aufruf von tausenden Wissenschaftlern, wenn wir das alles ernst nehmen, was die für das Ende des Jahrhunderts möglich erachten, ja, dann sind ja das ja absolute Horrorbilder. Es sind die Horrorbilder einer zerbrechenden Gesellschaft und so weiter. Ja. Das heißt, wie gehen wir mit diesen Bildern um? Und ich glaube, eigentlich wird uns jetzt abverlangt, und ich möchte mich sozusagen in diese umweltbewegten Menschen mit einbeziehen, uns wird abverlangt, einen Umgang, eine Balance zu finden, dass wir auf der einen Seite diese dystopischen Bilder zur Kenntnis nehmen, dass wir sie nicht verdrängen, was zum Beispiel die Rechtspopulisten sagen. Die sagen sozusagen, diese ganze Umweltdebatte, das ist ein Fake, das ist wieder ein neuer Ort von Verschwörung. Oder ein anderer Ort von Reaktion ist, und da gibt es auch sozusagen Teile in den Jugendlichen, ist, dass man depressiv wird, dass man das sozusagen, dass man sich nicht abgrenzen kann, dass man sozusagen, es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen keine Kinder mehr haben, ist ja schrecklich. Es ist schrecklich, ja. Das heißt, die Frage ist, wie können wir auf der einen Seite diese Bilder in ihrem Realitätsgehalt wahrnehmen und auf der anderen Seite die Fähigkeit zu entwickeln, auf einem bestimmten Bereich ein positive Bilder zu entwickeln und in der Mitte eine Balance finden. Also im Buch beschreiben wir das als Fenster der Toleranz, dass sie sagen können, ich halte beides aus, und ich bleibe sozusagen in der Spannung. Und das ist natürlich eine Art von Lebenskunst. Und vielleicht ist das genau, oder das ist ein entscheidender Punkt von dem, dass wir hier gesund, psychisch stabil, handlungsmächtig leben. Vielleicht ist das genau das, was jetzt diese historische Situation uns abverlangt. Und ich möchte sozusagen jetzt noch eines reden zu den Zukunftsbildern. Ein Zukunftsbild ist nicht dazu da, die Zukunft zu machen. Das ist ein Irrtum. Das wäre Magie. Mit einem Bild kann ich nicht die Zukunft machen. Wenn ich von der Phänomenologie her ausgehe, dann könnte man sagen, es gibt ja gar keine Zukunft. Es gibt nur den Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt leben wir. Und alles andere wird imaginativ gemacht. Was ist aber jetzt der Wert von kräftigen Zukunftsbildern? Der Wert von kräftigen Zukunftsbildern ist nicht, die Zukunft zu machen, die Zukunft zu bannen. Der Wert von kräftigen Zukunftsbildern ist zweifach. Erstens, uns Orientierung zu geben. Dorthin muss ich meine Kraft richten. Das ist mein zukünftiger Job.
Das ist die Art, wie ich zum Beispiel mein Konsumverhalten verändern möchte. Das ist die Orientierung. Und das Zweite ist, wenn das ein kräftiges Bild ist und wenn ich zum Beispiel in einer Community bin oder lebe, die dieses Bild lebt, dann soll mich dieses Bild jetzt in der Gegenwart stärken. Das ist die Idee. Das heißt, Orientierung zu geben und Stärkung in der Gegenwart. Und darum brauchen wir einen kräftigen Zukunftsdiskurs, auch auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, aus diesen zwei Gründen. Nicht, um die Zukunft zu bannen. Die Zukunft ist die Zukunft. Es kommt ohnehin völlig anders, als man sich das vorstellt. Aber es geht um die Handlungsmächtigkeit jetzt. Das ist mein Punkt, ja. Okay, auch danke nochmal dafür. Jetzt sehe ich hier gerade im Chat, dass sich mehrere Leute gemeldet haben. Ich habe mir das aufgeschrieben. Leider noch keine weiblich Gelesenen, aber wir beginnen trotzdem mit einer Ermutigung an alle Frauen in dieser Runde. Mit Achim Trautmann. Ja, danke schön. Achim Trautmann vom BUND in Koblenz. Freut mich, heute Abend auch hier online dabei sein zu können. Ist ja gerade angesprochen worden, was können wir denn jetzt auch tun? Wie können wir diesen Zwiespalt, diese Ambivalenz auch aushalten? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, selber ins Handeln zu kommen. Das sagen wir als Zivilgesellschaft, als Umweltverband logischerweise, weil wir für die Dinge auf die Straße gehen, weil wir versuchen, dort mit Politik zu sprechen und ganz konkret Dinge in Kleinem umzusetzen. Dadurch erreichen wir diese große gesellschaftliche Transformation an vielen Stellen natürlich oder groß betrachtet natürlich noch nicht, aber allerdings in kleinen Schritten. Und das ist dann etwas, wo man sinnerfüllend Dinge bewegen kann. Nehmen wir in Koblenz zum Beispiel den Koblenzer Radentscheid, der dadurch einiges bewegt hat, dass jetzt gerade für Radfahrer sich in Koblenz in den nächsten Jahren ganz, ganz viel ändern wird und etwas auf den Weg gebracht wird. Deswegen von unserer Seite natürlich immer wieder die Aufforderung, auch ins Handeln zu kommen und zu machen, sich der Zivilgesellschaft anzuschließen und der Politik auf die Füße zu treten, damit sich endlich die Dinge ändern, die notwendig sind. Also war keine Frage. Statement. Ja, danke. Vielleicht sollte das eigentlich das 112. Beispiel im Buch werden. Als nächstes hat im Chat Christopher Robin Bersch sich angemeldet, gerne jetzt einschalten. Ja, genau. Christoph von Bersch, mein Name. Ich bin aktuell Student im ersten Semester des Bachelors Ökonomie, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Transformation. Darüber hinaus bin ich innerhalb der SPD Koblenz hier aktiv und dementsprechend halt auch aus der sozialdemokratischen Politikrichtung. Und ich habe eine Rückfrage. Wenn ich Sie richtig verstanden hatte, Herr Oetsch, war die Aussage so ein bisschen, dass eigentlich dieses Ideal, das Narrativ, dass die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit Politik macht in der Demokratie, ist ja gar nicht so gegeben, weil es sind halt immer die kleinen Gruppen, die aktiv waren und sich dann aktiv dann eingesetzt haben. Und dann ist halt auch immer noch so diese Frage, was macht die Mehrheit? Und ich würde ungern sagen, dass die Mehrheit einfach stumm ist und es einfach sich über sich ergehen lässt, sondern dass die Mehrheit ja eher dann einen zurückhaltenden Blick hat und der auch irgendwo mit eingenommen werden muss in diesen Prozess, wenn man sagen kann, überhaupt noch sagen kann, dass dieser demokratische Wert in dieser Art und Weise noch Bestand hat. Magst du, Walter, dazu etwas sagen? Nö, was ist jetzt genau die Frage? Ich gebe es zurück. Okay. Die Frage ist, welchen Stellenwert hat die Mehrheit der Gesellschaft? Weil du hattest ja gesprochen von 20%, Sie hatten ja davon gesprochen, dass 20%
ausreichen, um eine Veränderung herbeizuführen. Das ist ja auch deutlich geworden mit der, mit, wie sich der Neoliberalismus um sich gegriffen hat. Und dann ist halt die Frage, wo verändert die Mehrheit der Gesellschaft? Na, es wird nicht skizziert oder es ist nicht mein Standpunkt, ein technokratisches Denken, wo 20% die 80% kontrollieren. Es war eher sozusagen gemeint als Ermutigung für Leute, die sich als eine Minderheit begreifen. Die historische Perspektive kann zeigen, dass Minderheiten zu Mehrheiten kommen. Natürlich können wir den Umgang mit der Klimakrise ganz unterschiedlich gestalten und ein autoritärer Umgang, wo der Staat autoritärer wird und Klimavorgaben durchsetzt, ist möglich. Das ist aber für mich nicht wünschenswert. Das heißt, wenn Sie mich fragen, ja, was ist sozusagen mein Rahmen, dann würde ich sagen, wenn der Befund der Krise der Parteiendemokratie stimmt, ja, müsstet mit einem SPD-Vertreter natürlich jetzt sorgsam diskutieren, wie ist das gemeint und was bedeutet das für ein konkretes politisches Handeln in Ihrem Feld? Das will ich nicht kritisieren, ja. Sondern wenn das bedeutet, dann ist natürlich der Ausweg ist für mich ein höheres Maß an Demokratisierung, eine Redemokratisierung der Gesellschaft. Und ja, also das wäre jetzt, habe ich nur einen Gedanken im Kopf gehabt, den habe ich jetzt wieder verloren. Ja. Das heißt, die Frage ist, und die, was der Vorredner zum Beispiel gesagt hat, mit Bürgerbeteiligung ist ja ein Experiment von Einbeziehung von neuen Bevölkerungsgruppen. Der Neoliberalismus ist ja interessant. Der Neoliberalismus ist als Liberalismus, tritt nicht offen gegen die Demokratie auf. Das kann er auch nicht, weil er ja die ganze Geschichte des Liberalismus und mit dem Liberalismus ist die Demokratie gekommen. Aber und, das ist das entscheidende Moment. Neoliberalismus ist ein Projekt zur Beschränkung der Demokratie. Und die neue Ermächtigung der Demokratie, die Redemokratisierung, ist natürlich jetzt ein schönes Schlagwort. Was heißt es konkret? Okay, der Wissenschaftler tut sich leichter als wie der Politiker. Ja. Die Redemokratisierung wird auch verlangen, eine Politik, die sich selbst mehr Handlungsmächtigkeit zuschreibt, dafür wirbt. Und natürlich muss letztlich die Beeinflussung der öffentlichen Meinung sein und der Mehrheitsentscheid. Also das Ziel muss nur sein, ja, die Vorteile der Demokratie zu bewahren. Die Demokratie kann, das zeigen auch die historischen Beispiele, mit so einer komplexen Situation, und Sie haben ja Beispiele angeführt, wie muss ich die Bevölkerung integrativ mit einbeziehen? Absolut notwendig für praktische Politik. Sie müssen ja Mehrheit organisieren und müssen eine Mehrheit finden. Ja, das ist sozusagen, ich habe jetzt sozusagen aus dem politischen Handel gar keine Idee, wie man sowas machen kann. Das heißt, im Sinn der Redemokratisierung sind diese Fragen alle zu führen. Die Perspektive muss sein, eine Politik, die handlungsmächtiger ist, aber in der Zustimmung der Mehrheit. Ja, es scheint, die Frage ist beantwortet. Als nächstes hatte sich Johannes Heinen gemeldet. Clara, ich hätte auch danach eine Frage, sehr gerne. Okay. Gibt's ja, Frau. Dann würde ich doch sagen, Madeleine zuerst, oder? Sehr gut. Danke dir, Johannes, total nett. Walter, mich hat das, was du gesagt hast, irgendwie zu positive Bilder entwickeln, also Zukunftsbilder, die man jetzt lebt, ja, und stark macht. Und da ist mir ein Beispiel gekommen aus der Geschichte tatsächlich. Ich bin ja Kunsthistorikerin und habe mich auseinandergesetzt mit dem Westfälischen Frieden, eine Europaratsausstellung. Und mich hat dann irgendwie an dieser Ausstellung total beeindruckt, weil gerade da tatsächlich ein bestimmtes Bild immer wieder reproduziert, kolportiert, immer wieder sozusagen in Literatur und Kunst immer wieder aufgegriffen wurde, auch unterschwellig, aber auch explizit.
Peter Paul Rubens hat sogar Bilder gemalt und sie als diplomatisches Mittel eingesetzt, als Bild, also Allegorien, also Friedensallegorien damals. Und zwar war die Idee das Bild, was immer wieder, und es ging ein bisschen die Jurisprudenz, die dann tatsächlich dann den Friedensvertrag dann mit unterstützte, war die Vorstellung, nur der Frieden kann Wohlstand für alle herbeiführen. So. Das war irgendwie das Bild, was tatsächlich dazu führte, dass in diesem ganz, in diesen wirklich sehr krisenhaften, extremen Situation nach 10 Jahren dann doch zu einem Friedensvertrag gekommen ist, was eigentlich dann auch tatsächlich letztendlich unsere internationale Beziehungen begründet hat. Also es war die erste International Treaty. So, und jetzt beflügelt mich jetzt diese Idee, weil ich immer wieder gedacht habe, ja, irgendwie braucht man so auch ein Bild oder eine Vorstellung, was einem wirklich auch in die Zukunft bringt, ja. Und meine Frage an dich wäre, gibt es denn deiner Seite aus, oder hättest du ein Bild, was auch so catchen, also sozusagen, was die Imagination tatsächlich beflügeln würde? Was wäre es dann deiner Meinung nach? Ich kann jetzt nur was Persönliches sagen. Darf ich wieder so in die Richtung reden? Okay, danke. Das ist nicht unhöflich, dass ich nicht mit dir in Kontakt bin. Ich sage jetzt was Negatives. Das Negative wäre, wir brauchen kein Bild eines neuen Entwurfs des Wirtschaftssystems. Das ist für mich die neoliberale Falle. Weil wenn die Neoliberalen mit den Argumenten aus sind, dann sagen sie, ja, bist du für den Markt oder für den Staat oder dann spielst du die Sozialistenkarte. Für alle, die sozusagen ökologisch und sozial bewegt sind. Das heißt, wenn die Neoliberalen diese Karte spielen, dann weiß man, sie haben schon verloren, weil sie haben keine Argumente mehr. Kann man sich schon beruhigt zurücklehnen. Das ist sozusagen, das heißt, wir brauchen nicht einen Großentwurf. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt, wir brauchen auf einer Ebene. Und ich habe 2 Bilder für mich persönlich, die mich sehr bewegt haben. Und ich glaube, die auch was mit im kollektiven Bewusstsein gemacht haben. Das eine war das Bild der blauen Erde von dem Mondfahrer. Und ich habe das Gefühl, das hat in Bezug auf dieses globale Bewusstsein, das wir letztlich brauchen, einen Schub gemacht. Und das Bild, das ich jetzt für mich in der letzten Zeit sehr habe und was ich eigentlich sehr genieße, ist das Bild, wir haben eine gemeinsame Lufthülle. Das heißt, wir leben gemeinsam global in einer Lufthülle und diese Lufthülle gilt es zu bewahren. Und in Bezug auf die CO2-Frage ist ja das der richtige Standpunkt, weil es ja vollkommen egal ist, wo CO2 emittiert wird. Man kann ja zeigen, innerhalb von 3 bis 4 Jahren ist es überall. Das heißt, wenn irgendjemand im hintersten Winkel der Welt da irgendwelche Umweltsünden begeht, ist es unsere Luft, die verseucht wird. Und wenn wir hier zum Beispiel bestimmte Dinge nicht tun oder nicht tun, dann ist es die Luft aller anderen Menschen. Also das ist jetzt für mich so ein Bild, vielleicht ist kindisch, vielleicht ist banal, habe ich den Eindruck, so ein Bild über die Erde beflügelt mich. Aber natürlich müssten wir jetzt mehr die Zuseher fragen oder die Leute fragen, die konkrete Projekte sind, welche Bilder sind die im Hintergrund. Aber vielleicht wäre interessant, über das einen Austausch zu machen, dass man das explizit macht und dann kann man es zur Disposition stellen und man kann andere fragen, aktiviert ihr das auch, tönt ihr das an, gibt ihr das Kraft, weil das wäre die Idee, Bilder, die uns Kraft geben, ja. Ja, ein wirklich kraftgebendes Bild irgendwie. Und ich würde sagen, der Johannes ist jetzt als nächstes dran. Okay, lasst mich noch kurz loswerden, dass ich wahnsinniges Lob an euch geben will dafür, dass alles so gut funktioniert, wahnsinnig gute Technik. Und man hat so oft irgendwie das Gefühl, auch nach 2 Jahren Pandemie funktioniert irgendwie die Technik immer noch nicht und das ist heute Abend mal überhaupt gar nicht der Fall und also gefällt mir richtig gut, spannende Fragen, gute Moderation, danke dafür. Will aber nicht nur Positives in den Raum werfen, sondern das mal ein bisschen aufbrechen, dass jetzt ständig irgendwie viele Beispiele gebracht werden von positiver Vorstellungskraft, die im Kleinen, im privaten Umfeld bleiben. So.
So, jetzt ist doch auch ein Ergebnis der Neoliberalisierung, dass wir alle auf das Individuum bezogen sind, dass die politische Ebene nicht mehr stattfindet, dass wir keine Vorstellungskraft mehr kollektiv haben. Und jetzt haben wir ja mehr zu bewältigen, als einfach nur kollektive Konsumentscheidungen zu treffen oder Mobilität vor unserer Tür neu zu organisieren, sondern es gibt staatlich ganz große Aufgaben. Wir haben Transformationsprozesse in der Wirtschaft, die im Großen gestaltet werden müssen und haben keinerlei Vorstellungskraft. Haben wir überhaupt, sind wir überhaupt handlungsfähig kollektiv? Führt das am Ende dazu, dass wir unseren Wohlstand verspielen? Da sind viele Bilder, die in den Köpfen vorherrschen, die dazu führen, dass wir kollektiv keine Handlungsfähigkeit haben. Wie kommen wir denn auf dieser Ebene zu mehr Fantasie? Und das ist ja eben, das Buch ist die Schreitschrift für mehr politische Fantasie. Wie kommen wir auf der politischen Ebene dann auch zu mehr Fantasie? Das ist natürlich jetzt die hunderte Frage, danke. Ich sage jetzt nur, zu deinem Lob möchte ich nur sagen, wie ich da reinkommen bin, habe ich geglaubt, ich bin in einem Fernsehstudio. Ja. Da drüben ist auf, habe ich gedacht, das ist so ein kleines Schaltsystem wie bei einem Atomreaktor. Und da ist so ein riesiger Bildschirm, weißt du, wie lang der ist. Es ist wie ein Fernsehstudio, gell? Ja. Aber natürlich, Johannes, das ist natürlich die ernsthafte Frage, die ich kann nur ganz allgemeine Antwort geben. Und am Schluss habe ich es ein bisschen angedeutet. Und die Antwort ist immer und. Es muss sozusagen, wir brauchen eine Stärkung der Zivilgesellschaft, ganz klar, weil das ist natürlich eine ganz zentrale Ressource. Und wir brauchen einen Zusammenschluss. Und wir müssen auf die institutionelle Ebene schauen. Und es braucht eine Neuformulierung der Politik. Und, das habe ich noch gar nicht angesprochen, und vielleicht haben wir da einen gewissen Konsens, soweit ich dich kenne. Wir müssen natürlich ganz klar haben, dass es ihm um Macht geht, dass wir in einem Machtsystem sind, wo es beharrende Kräfte gibt, die angesichts der Tatsache, dass es sozusagen eine Möglichkeit ist, wirklich große Klimakrisen nichts tun. Im Buch haben wir zum Beispiel einen Befund zitiert, also eine Untersuchung, die natürlich fragwürdig ist, aber die das Ganze ein bisschen Highlight geben kann. Und zwar haben Leute Folgendes gemacht. Sie haben sich, wie wir das Buch geschrieben haben, aktuelle Börsenkurse angesehen, haben gesagt, welche Firmen positiv bewertet werden und haben dann ihre ihre Klimapolitiken dieser großen Konzerne angeschaut, gesagt, die realisieren sie und das durchgerechnet. Das ist natürlich eine sehr interessante. Das heißt, die Frage wäre, welche Art von Klimapolitik von den großen Konzernen ist in den aktuellen Börsenpreisen drinnen? Und der Befund da war, also vor einem Jahr, ich glaube nicht, dass es sich sehr viel verändert hat, qualitativ. Die Fantasie in der Wirtschaft ist, dass eine Erwärmung um 3 Grad möglich ist. Und 3 Grad ist ein Horrorszenarium. Und die Frage zum Beispiel zu sagen, wie können jetzt Mehrheiten gefunden werden, diese Machtsysteme zu ändern, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, auch in politischen Organisationen. Aber eins, jetzt sage ich vielleicht nur mehr einen Punkt. Ich bin auf einer allgemeinen Ebene und letztlich kann ich deine Frage nicht beantworten. Okay? Ich kann dir nur allgemeine Überlegungen sagen. Am Schluss schreiben wir Folgendes und von dem bin ich überzeugt. Es hat immer den Schlachtruf gegeben, es gibt keine Alternative. Aber jetzt gibt es wirklich keine Alternative. Es gibt keine Alternative zu sagen, es muss unsere Transformation gelingen. Das ist ungeheuer schwierig für die Politik. Und die nächste Ebene ist, es gilt auch die Machtfrage zu stellen. Weil Macht wird niemals freiwillig hergegeben. Und das, was der westfälische Frieden ist, nur dazu zustande gekommen, dass ganz Europa sozusagen 30 Jahre lang verheert worden ist. Und die Leute haben dann so eine ungeheure Friedenssehnsucht gehabt, die
katholischen, die evangelischen, christlichen Leute, die gedacht haben, waren vollkommen diskreditiert. Also die herrschende Mächte waren diskreditiert, Politik war diskreditiert und das ist dann der Beginn des Völkerrechts und des modernen Territorialstaates, der sich gegenseitig die Grenzen skizziert und war wirklich ein Bruch. Ja? Und man kann zum Beispiel auch dann in die Ideengeschichte sagen, was das dann auf einmal aufgemacht hat in vielen, vielen neuen Denkweisen. Die Tatsache von 30 Jahre Krieg, jetzt haben wir schon 50 Jahre Klimakrieg hinter uns. Die Frage ist, wann kommt es in das Bewusstsein, dass man wirklich sagt, ist im Grunde genommen, Johannes, ist das Vertrauen auf einen Kipppunkt. Und wir müssen sozusagen mit aller Kraft darauf hinweisen. Was ich nicht sagen kann, ist, wie wird es kommen, wie ist die Strategie dazu? Und letztlich überfordert es mich. Mein Punkt ist sozusagen, mein Beitrag ist, Ideen zu liefern. Mein Beitrag ist, einen Beitrag zu liefern zu einer neuen Art von ökonomischer Ausbildung. Und ich denke, jeder muss sozusagen jeder sollte auf seinem Feld was machen. Vielleicht sage ich eine Sache nur, die für den vorhergehenden Redner, ja. Ich mache sehr viele Vorträge. Also in Österreich, in Deutschland bin ich nicht bekannt, in Österreich bin ich sehr bekannt. Ich kriege viele Einladungen. Immer wenn wir über politische Fragen reden und immer wenn Jugendliche im Publikum sitzen, sage ich, jetzt ist die Zeit, politisch aktiv zu werden. Vor 20 Jahren wäre es anders gewesen, aber jetzt ist der Punkt und ihr müsst jetzt was tun, weil es wird einmal ein Zeitpunkt kommen in 20, 30 Jahren, wenn sie zurückbleibt, wird sie euch nicht verzeihen können, dass ihr jetzt nicht aktiv worden seid. Es ist die Zeit für Politisierung. Wir erleben natürlich jetzt eine Politisierung auf der Straße, die halt auch Vor- und Nachteile hat, die bedenklich ist, aber vielleicht kann man den Schwung auf einer anderen Ebene dann in Bezug auf die Klimakrise nützen. Maybe. Gut, dazu nochmal eine Rückfrage oder nicht? Okay, dann ist als nächstes... Doch? Ja, jetzt hast du mich doch zu einer Wortmeldung genötigt. Nein, ich wollte vielleicht noch sagen, ich finde es sehr vertrauensstiftend, wenn WissenschaftlerInnen sagen, ich habe nicht auf alles eine Antwort, sondern es gibt einen Bereich, mit dem ich mich befasse, dazu kann ich Antworten liefern. Es gibt auch die von einer anderen Sorte, ne, und auf alles die perfekte Antwort. Und es gibt eben Dinge, über die müssen wir noch gemeinsam nachdenken und für die müssen wir noch Strategien entwickeln. Halte das aber tatsächlich für sehr wichtig, dass wir uns auch überlegen, was braucht es denn an kollektivem Wissen auf dieser Ebene, um kollektiv handlungsfähig zu sein. Ja. Wir haben noch ein bisschen Wissenschaft zu machen und ein paar Diskussionen zu führen. Danke. Jetzt wäre eigentlich Martin Görlitz an der Reihe. Ich würde aber, weil hier gerade eine Frage direkt zu dieser Frage kam, diese vorziehen, und zwar von Johann. Und zwar fragt er zu Johannes Frage, wie können sich die tollen kleinen Projekte vernetzen und weltweit hochskalieren? Ich denke, indem sie es tun. Punkt. Kurz und knapp. Gut, dann gerne Martin Görlitz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie hier zu sehen bin, keine Ahnung. Ja, ja. Ist das an? Ja. Kamera eingeschaltet? Ja, sehr gut. Ja? Okay, gut. Erstmal schönen guten Abend, Walter, Madeline und Clara. Ich gehöre ja nicht ganz mehr zu dieser 68er-Generation. Da bin ich ein kleines bisschen zu jung, aber fast gehöre ich noch dazu. Ansonsten war ich mein Leben lang IT-Unternehmer und habe eben auch im Energiebereich Datensysteme gemacht. Das mache ich schon ganz lange nicht mehr jetzt. Mit meiner Stiftung fördere ich Energie- und Umweltprojekte und immerhin ja auch ein bisschen die Cosanus-Hochschule. Ich freue mich unheimlich, dass die Cosanus-Hochschule bei uns im Dreieck-München-Haus ist. Wir haben ja ganz viele Initiativen in Koblenz. Der Achim Trautmann weiß es und ist einer davon beim BUND. Hi Achim, ganz viele Initiativen versucht zusammenzubringen, daran gearbeitet, eben
das, was an guten Beispielen vorhin gesagt wurde, auf einem regionalen Bereich zu formieren, zu aktivieren. Das ist sehr viel Arbeit. Das haben wir jetzt 7 Jahre gemacht. Etwas regional orientiert. Walter hat in seinem Buch jetzt hier, ich komme mal auf diese 111 guten Beispiele zurück, viel zusammengetragen. Meine Frage ist, folgt da jetzt irgendwas draus? Also zum Beispiel, sind die Studierenden der Cusanus-Hochschule da jetzt irgendwie motiviert, was zu machen? Folgt da irgendwas draus? Diese Dinge, wie jetzt mehrmals gesagt worden ist, in so eine überregionale Wahrnehmung zu bringen. Kann ich also konkret von der Cusanus-Hochschule dort aus der Studierendengemeinschaft vielleicht irgendwas erwarten, was jetzt sagt, wir müssen aus diesen Bürgerbewegungen, wenn die für sich selbst ja nicht eine Vernetzung initiieren, wir wären doch in der Lage, da was zu machen. Ich denke, das ist eine Intention der Cusanus-Hochschule, aber da müsste man vielleicht mit anderen Leuten reden, die es ist auch eine Intention von mir. Und da müsste man halt zum Beispiel zum Präsidium reden oder die Leute, die sozusagen mehr für die Strategie zuständig sind. Ich denke, alle Leute, die bei uns studieren, machen konkrete Projekte. Das heißt, das Studium ist nicht nur, dass man sozusagen theoretisches was aneignet, sondern es ist ganz konkret im Sinn eines Zukunftsrahmens, sich zu entwickeln und ganz konkret was machen. Und ich denke, das ist die Idee. Wir wollen sozusagen einen neuen Blick auf die Wirtschaft eröffnen. Wir wollen den Gedanken, der Mensch ist ein imaginatives Wesen, auch theoretisch stärken. Wir wollen Argumente liefern gegen die Ökonomisierung der Gesellschaft. Und wir wollen, dass Leute praktisch angeleitet, reflexiv neue Projekte machen und das sozusagen realisieren. Das sollen ja Erfolgsprojekte werden. Und natürlich ist das immer sozusagen auf einen Teilbereich. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir viel stärker werden können, dass man nicht nur im Bereich der Ökonomie, dass man halt, und es gibt ja viele Anstrengungen dahingehend. Natürlich ist es noch bescheiden, man muss ja realistisch sein. Aber die Hoffnung ist, dass das wachsen kann, dass wir auch dieser Gedanke der Gesellschaftsgestaltung, das ist innovativ, dass das halt um sich greifen kann. Und die Fragen der Strategie der Hochschule, das kann ich nicht beantworten, weil ich da in diesen Diskursen, und ich spüre eine beschränkte Rolle als Professor für einen beschränkten Bereich und bin auch, ich will mich jetzt nicht um die Frage drücken, aber Martin Görlitz weiß, mit wem man da diskutieren kann und wer da sozusagen da die nächsten Richtungen vorskizzieren kann von der Hochschule. Ja, ich wollte ja nicht diskutieren, ich wollte euch nur eine Steilvorlage für einen Werbeblock liefern. Sagt die Martine jedenfalls, an dieser Stelle jedenfalls herzlichen Dank für, was Martin Görlitz für diese Hochschule macht. Das möchte ich als Betroffener schon nochmal sagen in dieser Runde. Und jetzt würde ich mal die Madeleine will sozusagen was anderes sagen, was ich nicht sagen kann. Herr Görlitz, okay. Vielen Dank. Auch an Sie, auch wirklich nochmal Dank, weil es wurde ja irgendwie auch gesagt, wie schön die Technik hier funktioniert. Das liegt ja auch an Ihnen. Sie haben es ja irgendwie auch hier eingerichtet, sodass wir das auch so tun können. Und wir freuen uns natürlich. Sie waren ganz am Anfang, glaube ich, noch nicht dabei, dass Sie unser Kooperationspartner sind irgendwie beim Campus Talk, und freuen uns sehr, dass Sie jetzt auch dazu gekommen sind. Ich kann nur sagen, ich weiß jetzt schon, dass sogar, also natürlich sind Studierende, die jetzt schon irgendwie in Projekten informiert sind, aber ich weiß, dass auch Absolventinnen tatsächlich schon Gründungen schon einiges gegründet haben. Eine natürlich wie The Next Economy Lab, was auch wirklich darum geht, tatsächlich irgendwie neue Wirtschaftsformen dann irgendwie mitzuentwickeln, irgendwie auch die Politik auch mit Politik auch Papiere auch zu entwickeln, ja, um das wirklich auch weiterzudenken. Dann gibt es andere, die schon Unternehmungen gegründet haben, wo Ressourcen in der Kleiderproduktion sehr nachhaltig, ja, also das heißt irgendwie mitwachsende
Kleider für Kinder, also mit Octopoly zum Beispiel gegründet haben. Eine andere, die sich dann mit Verantwortungseigentum, also mit einer neuen Form von Verantwortungseigentum sich für einsetzt und so weiter und so fort. Also ich kann mehrere Beispiele nennen. Also das ist schon so der Kern tatsächlich und der Wunsch, dass viele, wie so viele Studierenden eigentlich bei uns studieren, ist tatsächlich, wir wollen rausgehen, wir wollen echt was verändern. Und wir hoffen natürlich, danke für die Steilvorlage, wir hoffen natürlich, dass sie mir auch so weitergeht. Herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, ob jemand irgendwie im Publikum ist, der von Ihrem oder von seinem Projekt irgendwie schon sprechen mag. Kann gerne tun. Da gibt es eine Meldung, Christopher Robin. Genau, also ich bin da zwar jetzt nicht detailliert drin, was alle Informationen angeht, aber es gibt ja die, oder wo ich halt auch mitwirke, ist die Umsetzung des Quartier von morgen. Und unter anderem haben wir da auch die Idee, dass das auch ein Ort der Vernetzung wird, dass sich da halt auch die Möglichkeit besteht, dass viele Menschen aus verschiedenen, aus Zivilgesellschaft, aus Politik, sich hier in Koblenz treffen können und sich dann hier auch vernetzen können unter dem fachtheoretischen Aspekt, den halt eine Hochschule mitbringt und dann halt auch, also mit wissenschaftlich fundierten Beiträgen weiterentwickeln kann und auch weitere Impulse gesetzt werden können, die auch ganz konkret an sichtbarer Praxis dran ist. Vielen Dank. Gerne auch noch andere Beispiele zum Schluss. Ich kann ja vielleicht auch noch ein Beispiel bringen. Ich engagiere mich seit so einem halben, dreiviertel Jahr bei einer sozialen Einrichtung. Und dort geht es im Grunde darum, den Jugendlichen, die eben nicht mehr zu Hause wohnen können, mit denen zusammen eine Kehrtwende zu machen und diese Einrichtung klimaneutral zu machen bis 2030. Und ja, diese Einrichtung hat das beschlossen und macht dann Prozess, soziale Einrichtung, und versucht wirklich mit Workshops dort eben diesen Jugendlichen auch zu vermitteln, warum sie das machen und Pläne zu schmieden gemeinsam, wie sie das machen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was auch eben gerade diese positive Vorstellung, wie könnte es sein, in den Vordergrund stellt und eben nicht diese Schreckensbilder, die ja oft auch eben Fridays for Future stark prägt, eben diese Wirbelstürme, diese ganzen Bilder, die einem eigentlich eher Angst machen. Und jetzt sehe ich aber gerade, da gibt es eine weitere Meldung von Hanna Prinz. Gerne. Erstmal testen. Können mich alle hören? Ja. Okay, super. Also ich könnte jetzt vielleicht auch noch eine Kleinigkeit beitragen, was es Interessantes gibt und wo ich mich engagiere. Also ich bin bei Health for Future und bin da in verschiedenen Gruppen. Und eine Gruppe ist jetzt ganz, ganz spannend. Und zwar, wir engagieren uns, das Gesundheitswesen zu reformieren, was ökologische und ökonomische, also in erster Linie ökologische Bestandteile angeht. Und ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Müll. Aber es gibt auch, was Klimaeffizienz angeht. Also es gibt ganz, ganz viele Themen in diesem Bereich. Und und da sind wir mit Projekten dran, dass wir wahrscheinlich Vorträge über die Kassenärztliche Vereinigung halten und Ähnliches. Dankeschön. Ich sehe gerade, Annette Hild hat in den Chat geschrieben, aber sie meldet sich auch, also gerne einfach das Mikrofon anschalten. Ja, ich habe schon einen Bericht von unserem Absolventen in den Chat gepostet und dann aus dem vergangenen Jahr, was im Dezember angelaufen ist, so ein kleines Projekt mit dem Koblenzer Kinder- und Jugendrat, was wir von der Cosanus-Hochschule gestartet haben. Im letzten Herbst fahren turnusgemäß wieder die Kinder- und Jugendbefragung statt. Nicht nur in Koblenz, sondern auch bundesweit. Und wir werden jetzt im kommenden Frühjahr mit dem Koblenzer Kinder- und Jugendrat die Auswertung von dieser Jugendbefragung machen und dann ganz konkret auch so in Pitch gehen, wie lassen sich da bestimmte Fragen
Ideen von Jugendlichen ganz konkret in Koblenz umsetzen. Also es ist eine sehr spannende Initiative, das Jugendbüro und auch der angegliederte Verein, der da Stadtteilarbeit macht, Stadtteilprojekte macht. Und ich denke, das wird wirklich auch für uns als Hochschule so in der Zusammenarbeit mit dem Gremium, mit den Kindern und Jugendlichen dort, mit der Stadtgesellschaft und mit unseren Studenten, es werden schöne Initiativen daraus entstehen. Und das hat mir im letzten Winter, also im letzten Dezember, so am Beginn wieder so dieses Anzugs der Pandemie ziemlich viel Aufwind gegeben, zu sehen, wie da bei uns an der Hochschule noch Mitglieder vom Jugendrat da waren und darüber gesprochen haben, was sie schon alles gemacht haben, was sie für Ideen haben und dann das auch in die Politik reinbringen. Und da freue ich mich drauf. Wow, toll, Jennifer Timrod, da kommen jetzt ganz viele Beispiele. Ich hoffe, es geht gut. Ich habe mich nicht getraut, weil ich heute irgendwie so ein wackeliges Internet habe. Aber okay, wenn ich plötzlich weg bin, dann ist es nicht unhöflich. Ich engagiere mich im Verein Küste gegen Plastik, den ich hier an der Nordsee gegründet habe. Wir hatten die Nase voll von apokalyptischen Plastikfluten nach jedem Sturm hier. Und haben aber immer die Erfahrung gemacht, wenn wir uns mit Unternehmen, die in Plastik verpacken, auseinandergesetzt haben, dass die dann halt gesagt haben, ja, alles gut und schön, aber können wir leider gar nichts machen. Gibt keine Alternative. Und alle anderen Menschen, die wollen das auch so. Und deswegen müssen wir es so machen. Und dann haben wir eine App-Kampagne initiiert mit der Replace Plastic App. Kann jetzt also jeder losgehen und einen Barcode von einem Produkt scannen, wo er sich über Verpackungen ärgert. Und wir leiten das weiter an die Anbieter und Hersteller dieser Produkte, um einfach uns alle, auch wenn wir uns nicht kennen, zusammenzutun und dieses Feedback zu überbringen, damit sich was ändert. Und unsere Erfahrung in der Kampagne ist tatsächlich, dass sich etwas ändert und man muss halt sehr genau hingucken, um einfach nicht so frustriert zu sein. Und wir erleben aber auch, dass viele kleinere und mittlere Unternehmen tatsächlich über diese Verpackungsfragen nachdenken und auch was wandeln. Und deswegen wollen wir jetzt in der nächsten Phase unserer Kampagne so einen Andersmacher-Podcast machen, um eben diese Geschichten des Gelingens und des Wandels auch an den Start zu bringen und eben auch ganz deutlich zu zeigen, es gibt Menschen, die es anders machen und deswegen ist eben gar nichts alternativlos. Sehr gut. Das ist ein schöner Abschlussspruch. Ich merke auch gerade, wir haben einen ähnlichen Bogen gemacht wie das Buch, dass wir im Grunde jetzt zu den schönen, positiven, schon realisierten Beispielen gekommen sind. Das finde ich ganz toll. Ich würde jetzt zurückgeben an die Madeleine, falls jetzt nicht noch eine brennende Frage irgendwo besteht. Sieht nicht so aus. Dann gerne, Madeleine. Danke, Clara. Herzlichen Dank an dich für die wunderschöne Moderation und der Beginn mit den Fragestellungen. Das hat, glaube ich, die Diskussion schön beflügelt. Herzlichen Dank Ihnen auch an Walter. Ich glaube, ich freue mich auch. Wir haben uns die Zukunft wieder zurückgeholt heute Abend mit deiner Hilfe, habe ich das Gefühl. Die Analyse zum einen, aber dann die andere tatsächlich mir auch das Gefühl, man ist tatsächlich und bleibt handlungsfähig. Das finde ich ganz toll. Und ich freue mich irgendwie auf weitere Gespräche. Und ich finde die Idee, tatsächlich mal vielleicht mal einen runden Tisch zu machen, zu überlegen, okay, welche Bilder haben wir eigentlich alle und uns auszutauschen über die Bilder, finde ich echt gar nicht schlecht. Super, jetzt ist das Bild wieder in Ordnung. Danke. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich komme damit zum Abschluss zu diesem Campus Talk. Wir werden jeden Monat einen Campus Talk dann durchführen und laden alle ganz herzlich ein, am ersten Mittwoch des Monats zu uns zu kommen, über solche Themen und andere Themen dann auch zusammenzukommen, uns zu informieren, uns darüber auszutauschen, den Blick wieder irgendwie für das Machbare zu gewinnen, auf der Basis von guter Information und gute wissenschaftliche Analyse. Der nächste Campus Talk ist am 2.3.
Da werden wir mit Elsa Egerer als Volkswirtin über die EU-Taxonomie sprechen, das heißt über die Kriterien der Nachhaltigkeit für Unternehmen, die EU verabschiedet hat. Passt also ein wenig auch ganz gut irgendwie zu diesem Thema von heute Abend. Und am 6.4. werden wir mit Lars Hochmann die Frage beziehungsweise und einen Blick darauf werfen, was Unternehmen unternehmerisch macht. Und ich freue mich irgendwie auf weitere Diskussionen mit euch und auf die Vertiefung von Themen. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei der Heimes Buchhandlung und bei dem ISO-Institut irgendwie dafür, dass dieser Abend machbar geworden ist. Ich freue mich sehr auf den nächsten Monat und verabschiede mich. Und ja, Clara, Entschuldigung. Ja. Einmal nochmal Stopp. Hier meldet sich Achim Trautmann mit einem brennenden Anliegen. Okay, sehr gerne. Ja, kein brennendes Anliegen. Ich habe auch nochmal gewartet bis zum Schluss. Ich wollte einfach nur kurz eine Information in den Chat stellen, dass es morgen einen digitalen Gesprächsabend mit Jakob Blasel von Fridays for Future gibt. Morgen Abend um 20 Uhr. Ich stelle das in den Chat einfach rein. Wer Interesse hat, kann sich noch anmelden und kann morgen Abend noch mit dazukommen. Es ist eine gemeinsame Initiative mit der katholischen Erwachsenenbildung in Koblenz. Herr Trautmann, danke. Super. Schön. Gut, dann entlasse ich uns alle in den Abend hinein. Vielen herzlichen Dank weiter und an euch alle. Auf Wiedersehen.